hatten ja sehr viele Prominente auch an dem Abend am Ring sitzen und wir haben uns einige Statements geholt und schauen Sie doch mal hier, was da so nach dem Kampf die einhellige Meinung war. Oh. Ja, der Kampf, der war der Hammer. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich da so auf die Rübe gehauen wird. Und also man ist richtig mitgegangen. Wir haben ja beide zusammen Urteil abgegeben und das Urteil war so, dass eben der Stefan Raab den Kampf verloren hat, aber dass er sich wahnsinnig tapfer geschlagen hat. Also, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, ich finde es ganz mutig vom Stefan, dass er echt 5 Runden durchgehalten hat. Also ich kann im ganzen Raum hier, glaube ich, keine 2 Männer außer mir und meinem Freund Werner entdecken, die sich das überhaupt getraut hätten. Ganz große Klasse, sehr mutig und ich glaube, Stefan hat morgen und übermorgen wahrscheinlich einen sättigen Kopf. Einfach viel Vitamin C nehmen, sich nicht anstrengen, ein bisschen spazieren gehen, dann wird es besser. Ja, Stefan hat, denke ich mal, alle überrascht. Da kommt er gerade, ihr hört ja, wie er hier feiert. Und hat wirklich super gehabt, hat gute Nehmerqualitäten bewiesen und hat sich einfach von der Frau nicht unterkriegen lassen, obwohl es unten auch nicht so schlecht ist. Ja, war geil, war ein geiler Kampf. Hätte natürlich einen Kieferbruch, hätte ich gerne gesehen, aber dazu ist es leider nicht gekommen. Schade, vielleicht beim nächsten Mal. Was war regelwidrig? Er hat... Ja, regelwidrig war, dass er mit ausgestrecktem Arm geboxt hat. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel so den Arm so mache, dann kommst du ja gar nicht an mich ran, weil du kürzere Arme hast. Doch, der Arm ist hier. Ich boxe hier hin. Ja, aber dann würde ich halt so machen und dann würdest du gar nicht an mich drankommen. So, weil mein Arm länger ist als deiner. Und er hat unheimlich geschwitzt. Das war eigentlich auch regelwidrig, weil dann ist sie mal so abgeglitscht an ihm und so. Warum hat er hat geschwitzt, weil er sich total verausgabt hat oder weil er so wenig Kondition hat, weil er so schlecht trainiert? Warum? Ja, aber so viel Schwitzen ist aber auch nicht erlaubt, glaube ich, oder? Ja, Rüdiger Hoffmann.